Der Ausgangspunkt für diese Ausstellung ist die Tatsache, dass Chagalls Frühwerk im Kunstmuseum Basel außerordentlich hochkarätig vertreten ist. Und dass zu meinem sehr großen Erstaunen in der Geschichte des Kunstmuseums noch nie eine Einzelausstellung zu Chagall stattgefunden hat. Es gibt eine Reihe von wirklich großartigen Schlüsselwerken in dieser Ausstellung. Einerseits sind es die berühmten Bilder seiner Pariser Zeit, von denen einige sehr selten reisen, wie zum Beispiel das Bild A Trois Heures et Demie, das Nachtbild des Dichten oder Künstlers quasi, oder das Bild Hommage à Apollinaire. Aber ich glaube, eine der ganz großen Sensationen der Ausstellung ist, dass wir zum ersten Mal überhaupt die vier sogenannten Juden zusammengebracht haben. Drei davon befinden sich ja bekanntlich in der Sammlung im Obersteg und das vierte Werk konnte aus St. Petersburg hierher gebracht werden. Wir haben viel historische Fotografie in die Ausstellung mit aufgenommen, Fotografien von Solomon Judowin, von Roman Wischniak und Fotografien aus der Revolutionszeit in St. Petersburg, weil das für uns natürlich eine Möglichkeit ist, uns in diese Zeit zurückzuversetzen, in der Chagall gearbeitet hat und in der sein Frühwerk entstanden ist. Auf den Fotografien von Judowin sehen wir viele Motive, die wir auch bei Chagall wiederfinden, vice versa. Es gibt zum Beispiel das Gemälde der Viehhändler, also ein Gemälde aus unserer Sammlung, wo wir auch eine Fotografie haben, die gewissermaßen korrespondiert, nämlich in Pferdekarren mit ganz vielen Fuhrmännern. Die Fotografien, die wir hier von Solomon Judowin haben, sind im Rahmen einer ethnografischen Expedition entstanden. Es ging darum, so viel wie möglich festzuhalten, denn die Ethnografen fürchteten damals, dass die jüdische Kultur, die jüdische Tradition verloren gehen würde. Bei einem Bild wie diesem, Russland, den Eseln und den anderen, sieht man besonders schön, wie Chagall seine verschiedenen Bildelemente einsetzt, wie er also die Farben balanciert. Er spielt mit diesen Primärfarben, Rot, Gelb und Blau, die ihm sehr lieb sind, die er dauernd benutzt. Und man merkt aber auch, dass Grün als Komplementärfarbe, das ist eine sehr wichtige Farbe für ihn. Aber was vor allem wunderbar ist, dass er dieses Erzählerische der Welt, aus der er kommt, dass er das hinüberrettet ins quasi kubistische Zeitalter.